So, jetzt geht's wieder weiter mit Mickey Epic auf Planeta Navi. Wir sind so weit durch, dass wir hier reingehen können. Das heißt also, den letzten Teil der Rakete wollen wir haben. Möchtest du nach den Sumpf reisen? Yep, das wollen wir. Okay, wir wissen Bescheid. Wir wissen noch mehr Bescheid. Dieser Zwischenlevel ist so. Es gibt es besser. Oh, hallo. Wir wollen. Und wir haben wohl einen lebendigen. Na los, Jungs. Na, pass auf, die Geister sind hier. Und wir sind bereit, loszuspuken. Mickey, du siehst aus, als ob du einen vernünftigen Spuk zu schätzen weißt. Ich habe gehört, dass du in die einsamen Villa willst. Wie der Zufall so spielt, kann ich dir das Tor öffnen. Wenn du mir dabei hilfst, ein paar der Anwohner zu erschrecken, mache ich dir das Tor. Okay. Spooky, spuck, spuck, spuck. Versunkenen Dampfer. Nee, nicht rausgehen. Ein Abzeichen des Mutes hast du gekriegt. Ah, die Person, die das verloren haben, muss sich sehr vor den Geistern fürchten. Vielleicht finden wir den Besitzer in dem Sumpfen. Okay. Da gibt's wieder mehrere davon. Mm-hmm.
Heute ist ein Glückstag, Mickey. Ich habe ein Sonderangebot für dich. Du hast dieses Mutmittel gerade von diesem Schiff geholt, ja? Und wenn du Louis die in die Finger kriegst, können wir ihn nicht mehr erschrecken. Ich kann dafür sorgen, dass sie in Sicherheit gebracht wird. Also verkaufst du mir die Mineralien? Eine Entscheidung, Kumpel. Aber denk nicht, dass ich dir noch einmal einen Gefallen erweise. Sumpenklack. Die Tore dort hinten führen zur einsamen Villa. Was ist das für eine einsame Hütte dort? Wir sollten fragen, ob die Einheimischen etwas wissen. War hier nicht eine Blume? Ah, hier. Da kommen wir her. Manchmal ist es so dunkel, dass man nicht mal weiß, wo man hintreten soll. Es ist schrecklich, ein Buch. Ist aus Madonnas, Madame's Leonas Bibliothek in der einsamen Villa kommen. Sie wird sehr wütend sein, wenn ihre Sammlung gestört wird. Und ich gebe mir die Schuld dafür. Willst du es für mich fangen, wenn du es nicht zurückbekommst? Stecke ich in großen Schwierigkeiten. Ich sollte es hier finden, wenn es nicht so zurückgebracht wird. Überstehe ich das nicht? Oh, hier ist eine Blume. So. Ich habe dich gar nicht gekommen sehen. Ich bin etwas schreckhaft. Könntest du wegen deiner Größe so gut anschleichen? Und wegen deines weißen Gesichtes? Seit diese Geister da sind, wird man hier leider am laufenden Band erschreckt. Ich kann mich gar nicht mehr richtig konzentrieren, sonst... Oh.
Warte mal. Ich habe noch nie jemanden so hoch springen sehen. Wirklich aufregend. Ja. Aber sonst ist hier... nichts, oder? Oh, ein Energiefunken. Da waren wir. Hey Maggie, du wunderst dich, warum wir Geister in diesem unwirklichen Ort rumhängen? Ah, die Orgel in der einsamen Villa spielt verrückt. Es ist nicht auszuhalten. Wir können sie reparieren, um die Leute. Na, die Leute sind langweilig und wir wollen nach Hause. Wenn die Orgel wieder weiter verrückt spielt, kommen wir hier nicht weg. Okay. Ja, aber wir können da nicht hin, weil... Warte mal. Okay, geht nicht. Sumpfland. Okay. Das Buch, ja, wir sollten. Du solltest es selbst so mal dann zurückbringen. Oder ihn anlassen. Ja, jetzt ist die Frage, was ist gut? Mich in lauter Einzelteile verlegt. Aber was noch schlimmer ist, die dummen Geister haben sie in der einsamen Villa versteckt. Wow, übel. Verrückte Geister. Es gibt nicht so viele deine Arme und Beine an, sonst helfen wir dir. Okay. Ja, die Frage ist jetzt wirklich,
Helfen wir die Dorfbewohner oder helfen wir die Geister? Oh, hallo, ist da jemand? Hallo? Oh, tut mir leid, ich war schon den ganzen Tag schon auf eine Antwort. Vielleicht ist es gar nicht niemand zu Hause, aber wie kann ich da sicher sein? Warte mal. Es wird Zeit, dass wir jemanden erschrecken. Willst du mir helfen? Luis liegt alleine in der Hütte. Mach einfach alle Laternen aus und ich erledige den Rest. Moment. Lässt er sich besonders leicht erschrecken, weil seine Mutbedeutung wegkam? Ich wette, wenn du die Laternen vor seiner Hütte verdünstest, können wir ihn einen riesen Schreck einjagen. Das ist die Chance. Na los, wir treffen uns bei der Hütte. Hey, die Frage ist ja so. Wollen wir ihn erstrecken? Oder nicht? Geh hör mal, ja, diese Geister machen mir echt Probleme. Ich habe wohl meinen Mut verloren. Ja, sieht aus wie eine Meldung. Kannst du es suchen? Ich habe ihn verloren, als die Geister mich da drüben auf dem Boot erschreckt haben. Ich wollte einfach hier ins Licht, wo ich auch sicher bin. Die sind lieb. Oh, hast du mein armes Abzeichen gefunden? Oh, ich fühle mich so mutig, wenn ich das habe. Kann ich das wieder haben? Ah, danke, Mickey. Wenn ich dir einmal heilen soll. Oh, einfach bei meiner Hütte vorbei. Was? Was? Jetzt ist die Frage. Nein. Nee, ne? Müssen wir jetzt wieder alles neu machen? Na, okay, den Mutabonnenten haben wir ja. Come on.
Okay. Also haben wir das auch? Da haben wir das Buch gefunden. Und dann haben wir auch schon gelagert. Ihr macht ja gerne das Tor auf, was ihr wieder abmacht. Ich spüre das. Ja, ich spüre ein gutes Herz. Bericht dieser Folge gibt es einen Anstieg von mechanischen Piraten im Bereich Tokuga. Der Oswald ist aus den selbst aufgelegten Exil zurück. Details folgen später. Sie macht das Tor auf, indem wir sie was machen. Aber was sagt sie? Komm wieder, wenn du bei Louis und bei Benedict gerührt hast. Ist super, oder? Ne, du bist 1000 Fehler. Florenz. Nach
Ah ja. Meteriel hält mich für einen Hasefuß, oder? Naja, die Wahrheit ist, ich würde viel besser sehen, wenn alle Laternen an ist. Und die Geister haben alle, haben die 8, die ich in der Serie habe, ausgemacht. Dann könntest du die wieder anmachen. Kein Thema. Okay, 3. Oh, das war knapp. Ja. Wo sind die Laternen? Wo die anderen restlichen Laternen sind. Ach, 8. Okay. Oh, es geht mir viel besser, wenn die Laternen wieder an sind. Ich fühle mich nicht so mehr so ein dunkler Tanke mit. Komm vorbei, wenn du immer wieder Farbe brauchst. Okay. Das heißt, wenn wir Leben brauchen, müssen wir jetzt zu Luis und wenn wir da Farbe brauchen, können wir jetzt zu ihm. Na, du hast die richtige Entscheidung getroffen, Benedikt und Luis zu helfen. Du bist ein Held des Sumpfes. Bin mir sicher, Benedikt würde das Tor für einsame Hütte für dich öffnen. Oh, Mickey, wie tapfer von dir, den armen Kerl zu helfen. Bitte nimm den goldenen Anstecker als Dank. Ich öffne das Tor zu einer Villa für dich. Wenn du bei Bein, was? Wenn du den Bein helfen kannst, kannst du uns auch alle helfen. Ah, gut gemacht, Mickey. Danke für deine Mickey, Mickey. Danke für deine Hilfe, Mickey. Nicht danke für deine Mickey, Mickey. Sehr schön. Aber ich würde sagen, wir beenden den Part und morgen gehen wir da rein. Das heißt also, heute hatten wir die Auswahl von helfen wir die Geister oder helfen wir die Menschen. Das heißt also, wir haben wirklich eine extreme Rolle gespielt, aber die Menschen geholfen. Wir haben die Dunkelheit hingebracht. Wir haben die Helligkeit wieder hingebracht.
Hier ist doch nichts. In der einsamen Wilder fehlt Grabsteine. Die moosmartigen Täter sollen Geister sein. Oder? Nee, aber wir haben jetzt den Menschen geholfen und nicht den Geist. Ich laufe jetzt wieder zurück. Dieses. Ich verstehe es nicht. Ja. Aber ich bin in dem Part. Ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag und nicht vergessen es. Dann wollt ihr es kommen. Däumchen hoch, kommt runter lassen. Morgen geht's weiter. Mit Mickey Epic. Auch bei Nintendo Wii. Also bis morgen. Tschüss.